Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum fährt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Haben wir? Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Mal gucken. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Scheiße, da ist ja noch Wache. Ad Ignem. Ad Lucem. Was? Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Ad Ignem, Ad Lucem. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Okay. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Ja, geh mal spazieren. Nein. Okay, cool. Es guckt auch keiner von denen hier hin, ne? Also ist gar nicht auffällig, dass ich hier als kleiner Junge hinterher renne. Platsch. Mein Gott, der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Oh, fuck. Jetzt geht er da lang. Da vorne sitzt auch noch einer. Da ist auch noch einer. Ey, scheiße. Was passiert hier? Wie? Da vorne sitzt auch einer. Oh. Okay, wait. Wait. Senor Nicolas. Glückwunsch zur Gefangennahme des Jon. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Ja, ja. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Ja, wird es daran so verkehrt? Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Okay. Was wird er mit dir machen? Ach du Scheiße, Fußspur. Oh, Scheiße, wo geht er hin? Warum? Hat er jetzt einen Kompagnon? Nee. Du stehst. Schnell! Ja, wie schnell? I don't know how schnell. Fuck. Hä? Da hat sich was bewegt, glaube ich. Ja, guck mal nach. Scheiß. Guck mal nicht nach. Fuck. Geh mal woanders hin. Geh mal nach da. Nein, nichts. Ja, nee. Gar nichts. Gar nichts. Du hast gar nichts gesehen. Sehr gut. Gar nichts. Als ob das geklappt hat. Okay. Er ist gelangweilt. Ich gehe hin. Oh. Wir haben es geschafft. Also. Ja, wir haben es geschafft. Oh. Das war gar nicht so einfach. Hier oben ist nichts, ne? Oh nein, woanders lang, schnell! Hauptmann, mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Das Kind hat sich heute Morgen selbst gestellt. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Mhm. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest. Was? Die Ratten kommen aus den Leichen? Also... Oh, hallo, so Ratten.
sagt mal, eure Namen. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Und wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Physische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Hey, Kleiner, hilf mir. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht. Nun schon. Der Wichser hat mich verraten. Mal gucken, wo unser Kontrollpunkt ist. Oh, das ist überhaupt nicht anstrengend. Ah, hier, okay. Oh, hallo, Saraten. Sag mal, eure Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Transportieren und ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Hey, Kleiner, hilf mir. Nein. Hilf mir! Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein! Ihr werdet alle zu einem Bahn, ihr und eure verfluchten Ratten! Genießt es! Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Fuck! Sie so geht schon lang. Kinder sein. Euer Stolz. Das ist schrecklich. Das ist gar nicht gut. Bleibt ihr jetzt da stehen? Nicht? Geht er zurück? Bin ich gleich gefangen? I don't get it. Du bleibst da stehen. Also, dieser Sneak-Part ist schon... Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Ey, der Wichser, dass der immer die Türen zumacht. Warum macht er das? Senior Nicholas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Dürre. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur, aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Ja, nee, ist klar. Sie muss in der Nähe sein. Ach, bitte. Lass mich wenigstens da draußen. Wir können nicht weg. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Oh, ich kann gerade gar nicht so viel reden, Chat, leider. Weil ich bin nur angespannt. Das Problem ist jetzt, die Leute sehen mich doch. Und werden da darauf reagieren, oder nicht? Kleiner. Halt's Maul. Was zum Teufel machst du hier ganz Halt's Maul. Schh, ich muss meine Mama finden. Ist weg. Ich weiß denn? Gott, Herr Goethe. Du solltest nicht. Deswegen sage ich ja, halt Mund. Ich bin hier am Sneaken. Magistra Derun. Ja, redet Zum letzten Mama. Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Nein. Sag nein. Oder seid ihr vielleicht... Immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Okay, ich dachte, da kann ich auch noch rein. Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Okay, oh nein, okay. Ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Ist gar kein Problem, ich habe hier schon eine gute Versteck. Ciao. Ciao, Bella, ciao. Oh, schnell zu Mutti. Mutti, hier, ich bin da, guck mal, hier. Mama? Ich lebe noch. Ah, Mama. Hugo? Mir geht's gut. Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen, wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo. Haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Leider ja. Das Spiel ist manchmal schon ein bisschen stressig. Ja, ja. Also ich bin auch gut angespannt. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Okay. Kommst du dorthin? Gut.
Dann los, geh. Also am Ende des Korridors? Was? Ernsthaft? Okay. Also wir gehen jetzt Schlüssel. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Okay, okay, okay. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nicholas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität, Ergebnisse. Nun denn. Nicht muss effizient sein. Kein unnötiges Verstand. Dame. So weich. Egal, die Klingen sind geschlichen. Hammer, Zange, Brandeisen, Säge, alles bereit. Wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Kann ich hier hochklettern? Ja, nice. Benny, was? Wie ist bisher nur 30 Stunden oder so? Naja, es geht. Oh Gott, warte mal, mache ich jetzt hier Geräusche, wenn ich hier rüberlaufe? Oh nee, okay, 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 okay. So, wo muss ich denn jetzt? Oh, die Ratten. Die haben alle Angst vor den Ratten. Wenn ich sie befreie. Oh, der ist für die Käfige. Jetzt ist das Problem. Wobei, warte mal. Die Ratten haben. Die haben ja keinen Bock auf mich, ne? Also, glaube ich. Oder? Oh, das war knapp. Wenn ich den jetzt hier ziehe, was passiert? Komm. Schnell, schnell. Sehr gut. Weg mit euch. Jetzt schnell der Schlüssel. Ich muss zurück. Ich muss die Ratten vertreiben. Ach, jetzt müssen wir die Ratten vertreiben. Ach, scheiße. Jetzt müssen wir mit den Lichtern wieder arbeiten, wa? Das ist doch kacke. Wo ist denn der Schlüssel? Also... Ich meine, jetzt können wir aber auch laufen nochmal, oder? Also, weil jetzt ist ja eh keiner mehr da. So, weil wir haben ja noch die Lampen. Jetzt ist aber die Frage, wo ist der Schalon? Laternen! Sie mögen keine Laternen! Nee. Das habe ich mir auch gedacht. Benny hatte halt schon früh die Jojo-Methode. Das stimmt. Ohne die Jojo-Methode wäre ich, glaube ich, gar nicht so weit gekommen, wie ich. Also, wo ich jetzt gerade stehe. So, jetzt ist die große Frage. Es funktioniert! Kusch! Kusch, kusch! Kusch! Okay. So, jetzt kann ich hier lang. Und jetzt. Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Muss ich denn hier lang? Oder muss ich woanders hin? Ah, da sind die Schlüssel. Da muss ich hin. Hey. Mama wird. Oh mein Kopf! Was ist jetzt los? Alter, Flashback! So, wait. Ich muss jetzt. Wo muss ich jetzt hin? Genau, ich muss jetzt wieder nach da. Ich bin dämlich. Ich bin manchmal richtig dämlich. Wait. Sie können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Genau, mit genau. Mit der anderen Laterne. Ja, 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 genau. Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht, dass ich vielleicht einfach mit der das so mache. Geht das? Ja, ne? Sag mal, ich nehme mal die hier kurz, damit da hinten wirklich alles weg ist. Das ist quasi eine abgeschwächte Jojo-Variante. Ist aber noch nicht richtig, oder? Geht das so dann? Ach komm, ich probier's aus. So, den jetzt dann quasi hier rüber.
So, weil wir haben ja hier... Das war mal knapp, aber ist okay. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Warum ist Benny so geschickt? Wie, was? Ich bin nicht geschickt. Hab den Schlüssel ewig gesucht. Okay. Weißt du, was witzig ist an dem Satz von dir, Junge? Ich hieß bis vor ein paar Monaten noch... Ui. Mit Nachnamen. Was? Ich hab den Kontext nicht verstanden. Aber wir haben die Mutti befreit. Alles ist gut. Was können wir jetzt machen? Also... Dir tut niemand mehr weh. Weil mit der Mutter können wir ja nicht abhauen. Ist ja viel zu auffällig. Dein Kopf. Sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Ach so, deswegen bin ich heute schon früh die Junge. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Hugo, kannst du sie hören? Ja, sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Oh, kann jetzt Ratten kontrollieren. Halte STRG gedrückt, um zu zielen und dann, um die Ratten zum Zielbereich zu schicken. What? Das ist gut. Jetzt sehr gut. Siehst du? War die Makula. Doch du hast dir geantwortet. Lass uns gehen. Aber wohin? Schreie. Sie müssen wieder Ratten auf die Gefangenen losgelassen haben. Ich finde das. Geh da hinten hin! Lauf nur, du Feigling. Du hast wohl Angst, was? Hugo, das ist kein Spiel. Diese Kraft ist gefährlich. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Also, warum? Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Hugo. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Ja, es ist, das ist eine gute Gabe. Du hast sie gefunden? Ja. Ich werde langsam verrückt. Oder beides. Kann ich hier einfach raus? Also, geht das? Können wir jetzt hier einfach die Tür aufmachen und sagen Tschüss? Versperrt. Suchen wir weiter. Okay. Können wir nicht. Aber wir können Ratten kontrollieren, das ist doch voll geil. Warum hat sie versucht, mich davon zu heilen? Macht doch, also... Hä? Was zum Teufel machen die Ratten hier? Was zur Hölle ist passiert? Kann ich ihn überlaufen lassen? Nee, schade. Machen die jetzt irgendwas mit mir? Ich dachte, ich wäre immun. Okay. Anscheinend nicht. Okay. Ich dränge sie zurück. Nur bis wir durchkommen. Übertreib es nicht. Ich versuch's. Kann ich jetzt hier raus? Nö, immer noch nicht. Scheiße. Bleibt mal da hinten in der Ecke. Schön in die Ecke. Okay. Kommt bitte einer auf die Schauspielerin, die Mutti ähnlich sieht. Diese Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. Was? Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Was kann ich hier machen? Oh, warte mal. Nicht das da nehmen? Jetzt die Ratten nehmen und sagen... Ah!
Ratten. Was zum Teufel haben sie mit ihnen gemacht? Sie füttern sie mit Menschenblut. Wirklich? Oh Gott. Ja, es ist komisch. Ich spüre die schwarzen Ratten, aber die hier nicht. Ich verstehe. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Nee, 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 ihr bleibt mal schön da hinten, Freunde. Kann ich das eigentlich ewig machen? Also die Kraft so nutzen? Nein. Geht es dir noch gut, Hugo? Ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde bist. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Ja. Okay, also ich glaube, ich kann das nicht auf Ewigkeit machen. Also, so komplett auf Dauer. Ja, ich glaube, das ist dann irgendwann auch ausdauertechnisch, glaube ich, bin ich dann im Eimer. Mama, warum kann ich das tun? Das Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Amicia kann es nicht. Nein, ich erkläre es dir später. Du kannst das ewig machen, aber du solltest dich nicht doof anstellen. Du musst richtig laufen. Lass uns erstmal hier herauskommen, ja? In die richtige Richtung gleiten. Aber jetzt versuche ich das irgendwie mal vor mir wegzuschieben. Oh, das könnte jetzt böse werden. Wobei, macht mal das Licht aus. Hey. Dann seid ihr, glaube ich, nicht mehr so kräftig. Beatrice! Ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet, nun lasst ihn gehen! Okay. Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Was? Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula. Jetzt gilt die Rassenhälfte. Sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nein. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dirun zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Also, mein Freund. Uns geht's nicht mehr so gut. Haltet durch. Priva Makula. Sie reagiert. Macht weiter. Hört auf, ihn zu quälen. Ich werde euch ja alles sagen, was ihr wissen wollt. Also er bringt jetzt seine eigenen Männer extra um, damit wir hier die weitere Stufe erhalten, oder was? Verstehe ich das richtig? Nein, hör doch auf, hör doch auf! Ich hab doch gedrückt! Was passiert?
passiert? Jetzt muss ich mir das Ganze nochmal angucken. Okay, zum Glück. Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mami Lebewohl, Kleine. Tu dir nicht weh. Oh nein. Hab ich ihn getötet? Tut mir leid, Ivo. Angriff. Tötet sie. Was soll ich tun? Ich hab die Ehre, die Mutter des Trägers zu töten. Du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns. Was? Kann ich die einfach da oben töten? Geht das? Nee, schade. Die Zukunft hängt von euch ab. Nutzlose Nacht. Okay. Also, so weit waren wir vorhin auch. Und dann gab es irgendwo einen Bogenschützen, der Ärger gemacht hat. Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Zu spät. Du kommst. Der Junge wird schwächer. Ja, erschlinge sie. Die Schwelle wartet. Überschreite sie. Nein, Ivo. Nein, ich hab nicht. Bereit zu sterben. Es wird meine Ehre sein. Ivo. Oh, geschafft. Genug. Oben nicht, nur unten. Was? Was hat er denn jetzt ausgekippt? Hugo, sag doch was. Hugo, kannst du mich hören? Nein. Er ist mächtig. Doch hat er die Schwelle noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Trümpfe auf der Hand. Bringt sie fort! Lasst ihn in Ruhe! Was wollt ihr denn noch? Viel mehr! So viel mehr! Und ihr werdet bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Öko. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen. Ich glaube, du stirbst vorher. Jetzt sind wir bei Kapitel 15 Andenken. Eieiei. Also jetzt sind wir wieder am Nidia? Amicia, sie ist wach. Ruhig, Amicia. Öko. Shh. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Drei wir hatten große Sorge. Öko. Lasst mich allein.